Willkommen bei einem weiteren Video zum Arbeitsblatt Quadratische Funktionen. Wir besprechen hier das Fenster Scheitelpunktform. Im Gegensatz zur Polynomform, die wir im Video zum ersten Fenster Quadratische Funktionen kennengelernt haben, ist die Scheitelpunktform eine andere Art, quadratische Funktionsgleichungen anzuschreiben. Wir werden hier auch herausfinden, wie sich der Koeffizient a auf den Funktionsgraphen auswirkt. Als Vorwissen sollst du mitbringen, dass der Scheitelpunkt einer quadratischen Funktion ihr Extrempunkt ist. Auch sollst du dich an das Video zum Fenster minus mal minus zurückerinnern. Dort haben wir aus einer konkreten Funktionsgleichung den Scheitelpunkt abgelesen und in diesem Video werden wir das allgemein machen. Jede quadratische Funktion kann auch in der sogenannten Scheitelpunktform dargestellt werden. Diese lautet f von x ist gleich a mal Klammer x minus xs Klammer zu hoch 2 plus ys. Hier sind x, s und ys die x-Koordinate und y-Koordinate des Scheitelpunktes. Das können wir, wenn die Gleichung so angegeben ist, immer ablesen. Und wir sollen nun erklären, warum der Funktionsgraph genau diesen Scheitelpunkt xs, ys hat. Da brauchen wir unser Vorwissen, dass der Scheitelpunkt ein Extrempunkt ist. Das xs ist also jene Stelle x, an der der Funktionswert den größten oder kleinsten Wert annimmt. Dann setzen wir das doch in die Gleichung ein und schauen, was herauskommt. Das xs wird also hier eingesetzt. Wir erhalten f von xs ist gleich a mal Klammer xs minus xs Klammer zu hoch 2 plus ys. Wir haben das xs also hier eingesetzt. Und da sehen wir schon, dass diese Klammer 0 ergibt. Diese Klammer hoch 2 kann nie negativ sein. Das heißt, 0 ist also der kleinstmögliche Wert, den wir erreichen können. Und somit wissen wir, xs passt. Jetzt wollen wir noch herausfinden, ob ys tatsächlich auch der Wert des Scheitelpunktes, der y-Wert des Scheitelpunktes ist. Und dafür muss eigentlich nur eine Bedingung erfüllt sein, nämlich f von xs muss ys sein. F von xs ist gleich a mal 0, das fällt also weg, plus ys. Das heißt, das ergibt tatsächlich ys. Das heißt, auch das passt. Xs, ys ist tatsächlich der Scheitelpunkt, der Extrempunkt dieser Funktion. Dann sind wir jetzt eigentlich schon bereit für die nächste Aufgabe. Hier sind lauter Aussagen über den Koeffizienten a, der befindet sich hier in der Gleichung. Und wir sollen herausfinden, welche der beiden Möglichkeiten jeweils die richtige ist. Hierfür möchte ich euch dieses GeoGebra-Applet zeigen, das hier im Titel des Fensters verlinkt ist und springe jetzt eben zu GeoGebra und hier sehen wir eine Funktionsgleichung gegeben. F von x ist gleich minus 0,5 mal Klammer x minus 3 Klammer zu hoch 2 plus 4. Wir erinnern uns an die allgemeine Funktionsgleichung und sehen xs ist 3 und ys ist 4 und tatsächlich haben wir genau das hier eingestellt. Xs gleich 3, ys gleich 4. Und auch hier beim Funktionsgraphen 3 nach rechts, 4 nach oben, hier sind wir bei 4 und das ist der Scheitelpunkt. Wenn wir jetzt das xs verstellen, zum Beispiel auf minus 1 und ys auf 5, dann haben wir einen neuen Scheitelpunkt, nämlich minus 1, 5. Und wir sehen es auch in der Funktionsgleichung. Hier haben wir x minus minus 1, also x plus 1 und dann hinten plus 5 plus ys. Ich setze das xs wieder positiv. Und nun können wir uns das a genauer unter die Lupe nehmen. Das a kann entweder negativ sein, dann haben wir immer eine nach unten geöffnete Parabel. Oder das a kann positiv sein, wir haben eine nach oben geöffnete Parabel. Wir erinnern uns,
Was a darf nicht gleich 0 sein. Schauen wir, was dann passiert. Wenn das a gleich 0 ist, sehen wir einerseits in der Funktionsgleichung, dass dieser ganze Ausdruck wegfällt. Es bleibt übrig, f von x ist gleich 2. Das ist keine Funktionsgleichung einer quadratischen Funktion. Und auch hier sehen wir nicht die typische Parabelform, sondern den Funktionsgraphen einer konstanten Funktion. Das a muss also ungleich 0 sein. Genau. Und wir können uns hier noch etwas anschauen. Wenn das a immer größer wird, dann wird der Funktionsgraph immer steiler. Und im Negativen genau gleich. Wenn das a immer kleiner wird, wird der Funktionsgraph auch immer steiler. Minus 4 ist ja kleiner als minus 1. Man kann es aber auch anders formulieren. Man kann sagen, wenn der Betrag von a größer wird, dann wird auch der Funktionsgraph steiler. Der Betrag von minus 4 ist ja größer als der Betrag von minus 1 zum Beispiel. Gut, dann lass uns zurückspringen und du kannst jetzt die Aufgabe wahrscheinlich selbst schon lösen. Falls es dir zu schnell gegangen ist, dann klicke hier auf diesen Link, öffne dafür das Arbeitsblatt online, dann kannst du das GeoGebra-Applet herunterladen und selbst ein bisschen ausprobieren. Und sonst, klick am besten auf Pause und streiche die jeweils falschen Aussagen durch. Wenn a größer 0 ist, haben wir eine nach oben geöffnete Parabel und ys ist der kleinste Funktionswert von f. Das heißt, durchgestrichen wird die größte und unten. Wenn a kleiner 0 ist, dann haben wir eine nach unten geöffnete Parabel und ys ist der größte Funktionswert von f. Durchgestrichen wird kleinste und oben. Je größer der Betrag von a ist, desto steiler ist die Parabel. Flacher wird durchgestrichen. Ich hoffe, du hast bei diesem Video viel gelernt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten wieder.